Hallihallo und herzlich willkommen hier in Snoopy's Playground zu Let's Sports. Aktuell Kinect Sports Teil 1. Und zwar, ups, habe ich hier noch mein letztes Match drin. Kommt die letzte Sportart vorerst, da die Minispiele im Moment noch nicht aufgenommen werden. Vielleicht lege ich es noch nach, man weiß es nicht. Und zwar ist jetzt Tischtennis in der Reihe. Ja, ist cool gemacht, finde ich. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Allerdings, ja, sowas sonderlich großartig ist es nicht. Man wirft halt das Tischtennisbällchen hoch und schlägt es dann immer wieder zurück. Patsch, 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 patsch. Was soll man bei Tischtennis auch groß einbauen? Aber es macht trotzdem ziemlich Spaß und vielleicht kann ich es ja sogar zeigen, wenn ein längerer Ballwechsel zustande kommt. Dann kommt halt immer so ein Herzschlag-Geräusch im Hintergrund, was dann halt die Spannung noch ein bisschen künstlich erhöht und ja, für ein bisschen mehr Feeling im Spiel sorgt. Allgemein eine Stärke, finde ich, von den fühlen sich müde oder haben sie Schmerzen? Macht eine Pause. Ja, beides, aber nein, noch nicht. Von den Machern ist es halt richtig cool gemacht, finde ich, was die Atmosphäre angeht. Man sieht hier selbst Tischtennis in einem Mini-Stadion, alle am Jubeln, alle am Feiern, als wenn man der größte Superstar von allen wäre. Und während des Matches dann plötzlich alle ruhig, alle angespannt. Da hat ordentlich was hintergesessen. Richtig ins Zeug legt, klappt's auch. Und beim Punkt, that's way, I like it, sind sie wieder alle abfeiern und so. Ja, man kann verschiedene Schläge machen, wie der jetzt hier gerade so ein Curveball, keine Ahnung, ob man das beim Tischtennis auch so nennt. Das hängt halt davon ab, je nachdem wie man spielt. Wenn ich jetzt hoch spiele, dann spielt er halt auch, oh. Da wollte er mich verarschen hier. Wow, ein ausgezeichneter Topspin. Die Zuschauer zeigen auch so ein bisschen hoch, und wenn ich halt zuschlage, schmettere, geht glaube ich nur, wenn der wirklich so hoch spielt, andere dann auch, muss ich ein bisschen stärker und energischer draufballern. Also Aufschlagwechsel. Ha, ich habe mich gerade schon gewundert, warum es nicht geht. Was auch noch eine Möglichkeit ist hier im Spiel, man kann die Position bestimmen, wo man halt steht. Also je näher ich jetzt am Fernseher dran stehe, desto näher stehe ich halt auch in der Platte dran, an der Tischtennisplatte. Zeige ich jetzt noch nicht, weil ich sonst nicht mehr bei euch im Bild bin. Au, schlecht zu sehen bin. Das wäre hier ganz Bild ausfülle oder so. Aber hier, ja, kann man ja kurz, ne? So, kann halt bis an den Tisch rangehen, wenn man möchte. Aber ist sowieso meistens besser, weiter weg zu stehen. Konzentration auf den Ball. Sehr schön. Da war das mit dem Ja, man sieht es liegen ums, ja, genau. oben links sieht man es, 11 Punkte. Wer 11 Punkte erzielt hat, gewonnen. Hört sich nach großer Zufriedenheit an. Und es macht... Ich weiß, das sage ich in jedem Video und im Moment, außer bei Athletik, aber es macht tierisch Laune. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von... Ja, wie soll ich das sagen? Also allgemein Kinect spielen schon, wenn die halt gut gemacht sind. Ich nehme da nur mal als Beispiel, Negativbeispiel, Star Wars Kinect. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ja. Sagen wir so, ich habe die Story einmal durchgespielt, habe mich tierisch gefreut, geil, ein Kinect-Spiel mit Story. Einmal durchgespielt, danach habe ich das Spiel verkauft. Das einzige Spiel, was ich verkauft habe, normalerweise bewahre ich die immer alle auf. Was für ein Schmetterschlag. Sagt einiges darüber, wie toll das Spiel ist. Aber egal, wir sind jetzt bei Sports und Sports ist toll, Sports wird behalten, Sports wird gespielt und Sports wird weiterempfohlen.
und Buzzboards werden die CPUs platt gemacht. Diese ganzen Sportarten kann man, soweit ich weiß, alle zusammenspielen, beziehungsweise gegeneinander spielen. Also alle haben auch gleichzeitig noch einen Multiplayer-Modus und alle haben noch Minispiele, wo dann die Regeln so ein bisschen ad absurdum geführt werden, um den Spaßfaktor zu erhöhen. Unglaublich schnell, diese Bälle. Oder auch einfach bestimmte Herausforderungen gemacht werden. Bastard! Jetzt lass mich punkten! Oh, voll den Schritt. Oh, was war das denn für ein Ninja? Der war geil, den hat er richtig gut zurückgeworfen. Okay. Aufschlag wechselt. Erstaunt hier irgendjemand noch der Ausgang dieses Spiels? Ach, zum Beispiel bei Bowling kann man diesen Minispielen dann halt unendlich viele Kugeln werfen und so ein Blödsinn. Hier kann man, glaube ich, ähnlich wie bei Wii Sports beim Tennis so Zielschießen machen, dass man an bestimmte Punkte des Tisches zurückschlagen muss. Bäh! Aufschlagwechsel. Zwei Punkte noch, dann habe ich gewonnen. Dass es hier so einfach wird. So dass es halt auch mit, obwohl es jetzt nur 5 oder 6 Sportarten sind, nicht so schnell langweilig wird. Diese Spieler sind richtige Punkte. Und seit geraumer Zeit kann man das auch online spielen gegen Freunde. Einige Sportarten, nicht alle. Das ist dann immer dieses Zeichen daneben. Xbox Live bedeutet eben Online-Multiplayer. Was dann natürlich nur was bringt, wenn man auch Leute kennt, die eine Xbox 360 haben und dieses Spiel besitzen und Bock haben zu zocken. Gelegenheit zum Schmetterball. Hier wird noch taktiert. Na komm, boah. Was ausgerutscht hier. Man muss übrigens nicht, so wie ich das jetzt gerade mache, wirklich nur mitgehen. Man kann auch die ganze Zeit auf dem Platz stehen bleiben und nur links und rechts schlagen. Der trifft das trotzdem. Oh, Fist. Fuck. Schmetterschutz verpeilt. Aber naja, mir macht halt mehr Spaß. Ball ist im Haus gelandet. Der Schnubbi hat gewonnen. Und ja, das war die letzte Sportart bei Gag Sports Teil 1. Achso, ja, nach vorne. Man kann da auch hier Laola-Welle machen, zur Not. Also, was heißt zur Not? Man kann es halt machen. Patsche für den Roben, dann jubeln plötzlich alle, Patsche für den Roten, beide. Dann hören alle auf zu jubeln. Aber egal, ich hatte schon abmoderiert, deswegen nochmal. Gag Sports Teil 1, letzte Sportart. Tischtennis. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, wenn es nicht gefallen hat, warum es nicht gefallen hat. Sollte ich weniger reden? Sollte ich mehr Sachliches sagen? Alles in die Kommentare. Weiter geht's dann in dieser Zeit mit Kick Sports Teil 2. Ebenfalls nochmal alle Sportarten. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Bye, bye.